Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play No Man's Sky. Ihr werdet sehen, das wird eine sehr, sehr entspannende Folge. Was an der Uhrzeit liegt und daran, dass ich eigentlich ins Bett gehen sollte und eigentlich auch müde bin. Aber wir sind noch nicht bei dem Schiff. Zu dem ich noch hin möchte. Ein abgestürztes Schiff. Keine Ahnung, ob wir dieses Schiff nehmen werden, übernehmen werden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir suchen eigentlich... Ich hoffe, dass ich noch, bevor wir in 4 Minuten ungefähr... Naja, 4 Minuten Flugzeit. Wir fliegen natürlich zickzack, weil wir auf der Suche nach einer Handelsplattform sind. Um diesen ganzen Müll loszuwerden, den wir im Kofferraum haben und in den Anzugtaschen. Denn ich denke, wenn wir das Schiff übernehmen und selbst wenn nicht, das wäre ziemlich cool, einfach nicht mehr so Konvergenzwürfel dabei zu haben und diesem ganzen Kram, der irgendwie nur Platz kostet und Geld bringt. Ist das da was? Ich weiß es nicht. Ah. Ich bin drauf gelandet. Naja, interessiert mich nicht. Komm. Nickel haben wir hier zufälligerweise. Nickel irgendwie rumfliegen. Haben wir nicht. Sehr schade. Was kann ich mit Eisen machen? Ich kann vielleicht... Titan brauche ich nicht. Irgendwas mit Eisen. Warte mal, wir haben hier 25 Eisen. Super. Dann kann ich zumindest das mitnehmen. Und wir haben hier Suspensionsflüssigkeit und... Kein unbekanntes Tier. Sehr schade. Die Suspensionsflüssigkeit, die legen wir auch gleich rüber. Nee, ich möchte nicht landen schon wieder. Ich dachte, ich hätte gerade E gedrückt. Das kommt davon, wenn man so ewig... Ach, scheiße, da fällt mir ein, ich muss ja auch noch duschen jetzt. Oder mache ich das morgen früh? Da muss ich früher aufstehen. Ach, sehr schwer zu sagen. Ich gehe sehr, sehr gerne frisch geduscht ins Bett. Und normalerweise dusche ich eben immer abends, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann muss ich sowieso abends duschen, weil ich auf dem Heimweg eben Fahrrad gefahren bin und ergo geschwitzt habe. Und ich freue mich tatsächlich sehr, zu duschen und dann ins Bett zu gehen mit noch nassen Haaren. Das ist ein super gemütliches Gefühl, finde ich. Ich liebe das. Und jetzt bin ich so hart am Überlegen, ob ich gleich noch duschen gehe oder ob ich morgen früh dusche vor der Physiotherapie. Alles schwer. Was ist das? Das sieht mir nach einer Fabrik aus. Da fliegen wir kurz hin. Wir haben ja Zeit. Und ich kann neuerdings... Oh, jetzt gehe ich aber doch mal richtig rum. Also perfekter kann man wirklich nicht landen. Das muss ich ja mal... Muss ich ja mal gerade sagen. So, wir haben... Was haben wir? Elektronendampf. Und jetzt ist das Inventar voll. Elektronendampf, den kriege ich hier natürlich auch nicht. Komm, hier Kupfer. Wieso ist denn hier Kupfer eigentlich... Wie in mit... Achso, ja. Habe ich irgendwas...
Zweimal, das ist ein Konvergenzwürfel. Wo kommt denn der schon wieder her? Suspensionsflüssigkeit, das ist super, weil die haben auch schon wieder 5 jetzt. Ach, die muss ich zerstören. Nichts lieber als das. Eine Fabrik. Erstmal. Multiwerkzeugtechnologie. Und dann schauen wir mal, was hier los ist. In der Werkstatt. Mein Scanner meldet Spuren seltener Elemente in nahen Handelsfächern, aber der Sicherheitsalarm riegelt sie ab. Das Terminal verfolgt ein sich näherndes Handelsschiff. Wenn ich vor der Abriegelung noch einige Elemente abliefern könnte, könnte dies zu meinem Vorteil sein. Gag, Föderation, Oxid verlangen hoch. Dann führen wir mal Oxid ein. Das Handelsfach verschließt sich bei meinem Angebot. Ein erleichterter, geschnäbelter Händler ruft über den lauten Alarm seinen Dank an mich oder so. Kannte ich das schon? Das weiß ich gar nicht, ob ich jetzt Lemmium schon kannte. Sehr cool. Also wenn ich es nicht kannte, kenne ich es jetzt. Ist ja schön. Die habe ich schon mal entdeckt. Dann habe ich die Viecher dann auch entdeckt, nehme ich an. Das ist einerseits sehr schade, andererseits sehr schön. Ich habe schon ein hässliches Schiff. Muss man ja mal sagen. Kein so schönes Schiff. Da ist schon wieder eine... Auch keine Handelsplattform, aber eine Antenne. Schauen wir mal, was die uns zu bieten hat. Ich frage mich ja auch noch, wenn man auf der Suche nach Schiffen ist. Ja, wenn wir irgendwann sagen, okay, lass uns mal Schiffe suchen. Dann... So, das würde ich gerne aufmachen, aber wartet mal ganz kurz. Ich habe hier Emerald, das ist nur 15, das kann ich auch wegtun. Also wir brauchen Elektronendampfer. Haben wir das? Elektronendampf, okay. Wir können also Elektronendampf herstellen. Das brauchen wir für Antimaterie. Zink brauchen wir noch ein bisschen. Okay, Elektronendampf haben wir 5. Emerald kann ich wegtun eigentlich. So, dich wollte ich da noch. Genau, dich wollte ich noch. Ich frage mich gerade. Wenn wir wirklich entscheiden sollten, wir werden ein... Oder wie, ich hätte gerne ein 48er Schiff. Und das möchte ich dadurch erlangen, dass ich abgestürzte Schiffe suche und sie repariere. Gibt es auf einem Planeten so viele Schiffe, dass ich das erreichen kann? Hintergrund der Frage ist, wann sollte ich damit anfangen, wenn ich damit überhaupt anfangen möchte? Sollte ich damit jetzt langsam anfangen, damit ich, wenn wir im Zentrum der Galaxie sind... Tatsächlich. Genügend Schiffe finden kann bis dahin. Weil wenn ich das jetzt ganz am Ende mache und wir sind eigentlich schon in dem im Zentrum der Galaxie. Und dann finde ich nicht mehr genug Schiffe. Ist ja auch doof. Den muss ich wieder zerstören, nehme ich an. Nee, muss ich nicht. Ein Gag? Hallo? Sehr unerwartet, dass du hier bist, aber cool, der Bergbauaufseher. Grüß dich. Ich bin ein Freund, ein Partner. Korvax Syntheti Gag Entlarvung Gefahr. Isotop erforderlich. Hilfe, Korvax Bauplan Belohnung.
Ich habe jedes Wort verstanden. Sau cool. Die Finger des Händlers auf seinem Tablett werden langsamer und ich hörte aus seinem Inneren das Geräusch knirschender Mechanik. Huch. Sein Schnabel öffnet sich und eine grüne Lichtkugel am Ende einer Antenne aus seltenem Silikat schiebt sich heraus. Das grüne Licht richtet sich auf mein Helmvisier, auf dem das holographische Bild einer sich aufladenden Apparatur erscheint. Die grüne Kugel blinkt, während sie in der Sprache der Händler spricht. Sie nimmt an, ich sei ein Freund. Synthetik-Gag. So cool. Der Synthetik-Gag lädt mich mit meiner Gabe auf. Seine Geheimidentität ist gesichert. Ich erhalte ein Geschenk von einer entfernten Spezies. Völlig beknackte Twists hier. So, jetzt haben wir noch mehr Elektronendampf. Oder? Jawohl. Da und da. Was brauche ich? Ich brauche Zink, oder? Zink. Also, wir sollten auf die Suche gehen nach Zink. Alter, und wir sollten dringend auf die Suche gehen nach Plutonium. Dieser Synthetik-Gag hat uns ein bisschen was gekostet. Eine Handelsbeton? Eine Handelsbeton? Oder irgendwas anderes? Nein, keine Handelsplattform, aber... Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Plutonium. Vielleicht können wir nochmal starten, ich weiß es nicht. Preis, ja, das ist ein hoher Preis, hast du recht. Dich kann ich gar nicht leiden. Dich kenne ich aber schon. So, wir brauchen auf jeden Fall Zink und Plutonium. Da müssen wir gleich nachgucken. Da. Da machen wir gleich erstmal eine schöne Runde. Das Vermächtnis von Ritosti Rimo. Egel, erster Gebrüteter, beobachtet, Untergebener. Verzweiflung. Erster Gebrüteter, beobachtet, Untergebener. Verzweiflung. Erster Gebrüteter, beobachtet, Untergebener. Verzweiflung. Ich werde beobachtet. Ich schaue nach oben und sehe ein riesiges, lidloses Auge über dem Monolithen. Es starrt auf mich herab. Es bewegt sich nicht. Es sieht irgendwie irgendwo anders hin. Es starrt unbarmherzig. Es fühlt sich an, als wäre es schon immer hier gewesen. In seinem Zentrum knistert ein helles, technologisches Blau. Ich schieße einfach mal auf das Auge. Es fällt auf die Oberfläche des Planeten und wird vom Boden aufgesogen. Es hinterlässt eine wertvolle Belohnung. Entropie. Strahlungsdetektor. Sigma. So. Jetzt lass mal kurz gucken. Wir brauchen Plutonium. Und Zink. Man findet einfach immer das Richtige. Jetzt weiß ich auch, warum wir so viel Platz haben, ne? Wir haben halt einfach kein Plutonium mehr. Und ich freue mich hier schon. Das da ist Zink. Oder? Das ist nicht Zink, aber das ist Zink. Zink. Das wird doch wieder nichts. Wir kommen doch wieder nicht zum Schiff. Ich werde diese Folge zum Schiff kommen. Stimmt. Bestimmt werde ich zum Schiff kommen.
Aber eigentlich brauchen wir viel dringender Plutonium und Zink als diese beknackte Kandensium. Ja. Habe ich noch irgendwo Zink? Zink würde ich gerne mitnehmen. Kandensium wäre mir egal jetzt gerade. Wie sieht's denn eigentlich aus? Chrysonit habe ich ein bisschen. Da habe ich noch Platz. Kandensium habe ich auch noch ein bisschen Platz. Tamium 9. Würde ich auch gern mitnehmen. Chrysonit. Ja, komm doch nach Hause. Was ist denn da jetzt? Da war doch eben noch Platz. Verstehe ich nicht. Lass mich mal ganz kurz noch diese Startschubdüse auffüllen. Alles klar. Dann brauchen wir Plutonium im Schiff, würde ich sagen. Wo ist Plutonium? Da. Und da. Dann kann ich auch hier die Startschubdüse auffüllen. Den Hyperantrieb, den muss ich jetzt brauchen. Ja, Zink. Wir brauchen Zink. Zink wäre relativ wichtig. Da ist Zink. Ich sehe schon. Das Schiff. Das Schiff wird das Ziel der heutigen Folge sein. Das Schiff wird das Ziel der Aufnahmesession sein, weil ich muss echt jetzt ins Bett, verdammt. Okay, super. Damit haben wir doch zumindest 20 Zink, oder? Wo ist ein Zink? Nachtkristalle, Platin, Kupfer. Ja, welche Farbe hat denn Zink? Da gelb. 40, das ist super. Dann können wir nämlich... Haben wir keinen. Ach, der ist im Schiff. Jawohl. Dann gehen wir halt zum Schiff. Titan. Titan, Titan. Das ist so super. Wir haben Chrysonit und wir haben Titan. Eigentlich habe ich keine Lust auf Zweite. Eigentlich. Dann ist Zink. Da gehen wir natürlich noch hin. Und dann fliegen wir aber wirklich mal zum Schiff. Dann gehen wir wirklich hin zum Schiff. Wirklich. Und dann gehen wir ins Bett. Also ihr vielleicht nicht, aber ich gehe danach ins Bett. Hier ist Platin. Oh. Naja, Platin ist auch immer gut. Ich hätte gern Platinpflanzen im Garten. Zink? Oh Gott, hier hinten ist irgendwie alles voller Zink. Super. Hier sind wir nur wieder 100 Jahre vom Schiff weg. Da. Das wird uns Antimaterie, nicht Antimaterie sichern, das wird uns... Doch, Antimaterie sichern. Und Antimaterie ist unser Fahrplan zur Warpzelle.
Und das wiederum ist unser Fahrplan für... Wir fliegen mal woanders hin. Dann haben wir doch tatsächlich schon einiges erreicht. So, da ist noch Zink und dann gehen wir zurück zum Schiff. Und ich glaube, das mit den Spezies, das lasse ich wirklich sein. Plutonium nehmen wir natürlich doch noch mit. Die Frage ist... Ja, das nehmen wir alles mit. Plutonium. Oh, wir sollten uns vielleicht wirklich mal irgendwo unterstellen. Da können wir jetzt mal sortieren, während wir hier unten stehen. Was haben wir denn irgendwie mitgenommen? Haben wir Eisen mitgenommen? Was haben wir denn hier drüben? Wir haben hier drüben noch 234 Eisen. Dann nehmen wir doch den mit. Haben wir noch mehr Eisen? Ach, scheiße. Das habe ich alles... Gagnip Korvax Gehäuse haben wir nicht. Elektronendampf haben wir 7. Iridium, Gold, Heridium, Chrysonit. Mordit können wir auch wegtun. Zink. Da. Und da drüben haben wir Plutonium und dann geht es zum Schiff und dann geht es zum Schiff. Einmal zum einen und einmal zum anderen. Und sollten wir nicht zufällig noch über diese Spezies laufen, die uns jetzt noch fehlen? 2 sind es, glaube ich, noch. Dann lassen wir das sein. Also jetzt noch eine Spezies hier finden oder noch einen Planeten komplett kartografieren. Ist nicht in meinem Fokus, ehrlich gesagt. So, da ist noch Zink. Das nehmen wir natürlich noch mit, wenn wir eh schon hier sind. Aber das ist natürlich wieder ein Stück weit weg. Ach. Aber egal, Zink ist Zink. Zink ist wertvoll. Zink brauchen wir. Boah, das ist jetzt aber echt wieder weit weg. Das ist doch scheiße. Ernsthaft? Bis ins nächste Tal? Jetzt ich mal. Ne, jetzt nehme ich es mir auch, ja? Jetzt bin ich schon mal hier. Und das ist jetzt auch noch hier unten, das nehmen wir jetzt auch noch. Aber dann geht's zum Schiff und dann geht's zum Schiff. Dafür verbürge ich mich aber da hinten das Plutonium. Schrecklich. So langsam kenne ich so doch alle die Worte. So. Ab zum Schiff. Und dann bin ich mal gespannt, was das für ein Schiff ist. Und ich bin mal gespannt, ob wir uns dafür entscheiden. Das weiß ich nämlich wirklich noch nicht. Ob wir uns dafür entscheiden, dieses Schiff zu nehmen und quasi wieder von vorne anfangen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie wäre es ja auch schon ganz cool, ne? Diesen... Ja, Elektronendampf, das habe ich doch hier drüben. Dieses Benzin, habe ich die auch noch drüben? Ja.
Ich glaube ja nicht, dass wir eine Handelsplattform finden. Jetzt geht es nämlich direkt zum Schiff. Und das ist ja schon eine Folge mit Überlängen jetzt. Aber es hat nicht sollen sein. Es ging nicht schneller. Ihr habt das ja mitbekommen. Ne? Zink ist gerade crucial. Und Plutonium auch. Und jetzt gebe ich aber auch ein bisschen Gas und wir suchen gar nicht mehr nach einer Handelsplattform. Wahrscheinlich fliegen wir jetzt direkt drüber. Es würde mich natürlich nicht überraschen. So, hier ist das abgestürzte Schiff. Da unten. Und da gehen wir dann morgen hin. Aber ich gehe jetzt tatsächlich erstmal ins Bett und ich wünsche euch alles Gute. Seid vorsichtig. Schaltet morgen wieder ein und dann schauen wir uns das Schiff mal genauer an. Bis dahin alles Gute. Passt auf euch auf. Ciao mit V.